Jo, was geht? Hier ist euer Shaka Games. Heute kommt, wie angekündigt, mein Varo-Video. Also ich habe richtig Freude auf Varo 4. Das ist so eigentlich für mich so ein Momentum vom Jahre 2016. Genauso wie beim Ben Plays. Willkommen. Jo, was geht? Ja, also wir haben eine eigene Map gemacht. Ja, ich dachte mir jetzt, wie soll ich das aufnehmen nebenbei? Und da habe ich mir gedacht, am besten ist es, wenn ich unserer Map ein bisschen bin, vielleicht ein bisschen rumlaufe und dabei halt über Varo erzähle. Also zuerst wollte ich sagen, also Varo wird auf der 1.8.9 Version spielen. Das heißt, dass es so wie hier, dass man spammen könnte. Also man könnte zum Beispiel jetzt Benny hier wegspammen, was ich aber nicht tue, weil ich ganz lieber bin. Hier Benny. Danke. Bitte. Ja. Auf jeden Fall würde ich dann jetzt auch schon mal beginnen mit den Teams. Also das erste Team, was ich habe, ist nicht Nilo und Giga Greavy. Also einerseits kenne ich ein bisschen nicht Nilo und ich weiß, dass er leicht, also erst nicht schlecht im PvP ist, aber jetzt auch nicht so der Gute. Und dieser Giga Greavy habe ich keine Ahnung. Was würdest du dazu sagen? Den kenne ich auch nicht. Anegebildung ist auch ganz, der ist ganz okay. Ja. Nicht Nilo. Nicht Nebenig. Tut mir leid, ich verwechsel die beiden. Nein, also ich weiß, ich habe einmal ein paar Livestreams von Nicht Nilo geguckt und er ist wirklich ein guter Spieler. So sehr muss ich halt ein bisschen konzentrieren. Was? Nicht Nebel, meintest du gerade? Das hab ich dich nicht mal gebracht. Mann, nicht Nilo auf jeden Fall. Ich weiß, dass er auf jeden Fall ein guter Spieler ist, also könnte er was reißen. Zum nächsten Team, das ist Ungo und Phasen HD. Das ist allerdings wieder ein Team, wo ich mir denke, dass sie auch Favorit sein könnten, da man halt nie weiß, bei Ungo spielt und bei Phasen, weiß ich nicht, kennst du Phasen? Den kenne ich nicht. Nee, auch nicht? Nee. Schade. Aber Unge kenne ich und der ist ja nur echt nicht schlecht im PvP, also da kann ich mir echt gut vorstellen, dass sie was reißen werden. Und da die auch schon dabei Varo 3 zusammen waren als Team, glaube ich auch, dass sie halt ein bisschen besser sind. Also schon länger Erfahrung haben miteinander und so alles. Und vielleicht auch was reißen. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich es Unge gönnen würde. Und ja. Ja, ne? Jetzt kommen wir zum nächsten Team. Petrit und Kadel. Das Team weiß ich jetzt nicht, was ich... Oh, ups. Benny. Ich bin runtergeflogen. Ja, das sind die Chaoten. Da ja, freue ich mich schon drauf. Ja, das sind die größten Chaoten von Varo, die ich kenne. Also alleine Petrit weiß ich jetzt schon, dass er nicht gut im PvP ist. Das ist dann schon mal... Naja, also es ist für mich dann auch schon mal kein Favorit. Ich glaube doch, dass es einer der ersten Teams sein wird, die sterben. Jetzt kommen wir zu einem Team, was ich sehr, sagen wir mal, richtig feiere, da ich halt richtig Gomme feiere und Freaks LP. Also das ist für mich ein Team, was auch hohe Voraussetzungen hat, da es wirklich ein richtig gutes Team ist. Wie siehst du das? Ich sitze, also, ja, ne? Gomme und Freaks, die sind auf jeden Fall beide gut im PvP und die sind ja nur auch schon eingespielt, die kennen sich auch gut und bla. Ja. Nehmen noch mal zusammen auf. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie was reißen werden. Ja, vorhin hat ja auch Gomme sozusagen ein Heimspiel, da es halt schon ein Starter ist. Also könnte man ja auch so sagen. Jetzt kommen wir zum nächsten Team, was ich natürlich richtig witzig finde. Nebenik und Grevi. Also ich muss darüber richtig lachen, weil ich einfach die beiden durch Who's Your Daddy und so alles kenne, da die halt das aufnehmen. Das ist einfach zu witzig, die beiden. Und ich weiß nicht, aber Revi ist eigentlich ganz okay im PvP. Ich weiß es nicht ganz. Also ich gucke sehr viele Videos von ihm, aber er lädt das halt nicht so hoch. Also ich weiß, dass er was reißen könnte, aber naja, wer weiß. Weißt du was über Nebenik? Nebenik, der ist, glaube ich, auch ganz okay im PvP. Also da, ich würde jetzt nicht sagen Favoritenteam, aber... Ja. Aber weiß ja nie, also so wie letztes Jahr bei Varo 3 mit Let's Phil und Dr. Banks, weiß man halt nie, wer gewinnt. Da halt Zander und Weiß sich blöd angestellt haben. Ich hätte es anders gemacht. Und jetzt kommen wir zum witzigen Team, da ich einen richtig feier, Dadushka und Early Boy. Oh ja, das sind also, auch noch so ja. Chaoten.
Das sind richtige Chaoten. Also ich weiß von Early Bird alleine schon, das ist ein richtiger Chaot. Und ich feiere ihn über, vor allem bei den Livestreams und so alles mit Revi und so alles, bei Craft Attack. Das ist wirklich todeswitzig. Da Duschka an sich kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube mal, da er halt jetzt sagen nicht so bekannt ist, dass er vielleicht sehr viel mit PvP macht jetzt, also sich so eintrainieren wird mit Early Boy, dass die da auch was reißen können. So, jetzt kommen wir zum nächsten Team, was ich überhaupt nicht kenne. Takashi, also Takaishi und Selbstnet. Kenne ich auch beide nicht. Also ich kenne die beiden nicht. Ich würde aber auch dazu sagen, man kann die nicht unterschätzen. Man weiß einfach nicht, wie die sind. Es kann auch sein, dass es einfach so zwei richtige gute PvP-Spieler sind und die einfach wirklich dann sie reißen könnten. Jetzt kommen wir zum nächsten Team, Skate und Kugliaker. Also an Skate weiß ich, dass er eigentlich ein guter PvP-Spieler ist. Er ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie Kugliaker ist. Wie sagst du dazu? Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist, aber Skate, das ist, das geht auch klar so. Oh Gott. Ja, also auf jeden Fall, man weiß halt nicht, was da auch wieder abläuft. An sich finde ich gern ein richtig witziges Team und auch interessantes, Mr. Morgame und Ahri. Da ich weiß, wie Mr. Morgame ist und Mr. Morgame hat in jedem Varo mindestens 5 Kills gemacht und er wirklich ein überragender PvP-Spieler ist, vermute ich mal, dass Ahri auch nicht schlecht sein könnte. Also vermute ich auch mal, dass er gut sein könnte. Und dass sie auch was reißen könnten. Wer weiß, vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht fliegen sie auch gleich am Anfang raus. Was ich natürlich nicht hoffe, da ich Mr. Maw richtig feiere. Ich finde die richtig cool. Und ja. Was würdest du dazu sagen? Oh Gott, ich hänge in der Tür. Oh mein Gott. Also, genau, wie du schon sagtest, Mr. Moore ist einer, der mal gerne raufgeht und so viele Kills immer macht. Das wird auch einer sein, bei dem ich wahrscheinlich dann immer die Videos gucken werde. Also, da freue ich mich schon drauf. Das glaube ich dir sogar. Und jetzt kommen wir zu einem Team, wovon, glaube ich, keiner gedacht hätte. Sturmwaffe und Saraza. Ich finde es sowas von ein geiles Team, da ich Saraza feier und Sturmwaffe vorhin auch, Smurf. Es ist so ein interessantes Team. Man weiß halt wirklich nicht, wie Saraza sich da anstellt. Und Sturmwaffe weiß man auch, dass er eigentlich ein guter PvP-Spieler ist. Das wird richtig witzig. Wie siehst du es, Benny? Ja, genau, auf Saraza bin ich echt gespannt, weil der ja nur, was mein, wie lange hat er nicht Minecraft gespielt? 2, 3 Jahre. Ja. PvP war ja, glaube ich, sowieso nie so seins. Da bin ich echt gespannt, wie der sich anstellen wird. Ja, ich glaube, da sind wir alle mal gespannt. Und ich hoffe auch, dass sie sehr lange drin bleiben, da ich halt die beiden auch feier. So, jetzt kommen wir zu Weiß-Weiß und Basti zockt. Also, ich finde es alleine witzig, Basti zockt und Weiß-Weiß. Ich weiß, dass Weiß-Weiß natürlich ein überragender PvP-Spieler ist, da er halt auch, sagen wir mal, Varro 3 hätte er gewinnen müssen mit Zander, aber man weiß halt nie, ob er wirklich jetzt wieder so gut spielt, weil Zander halt auch wirklich eine überragende Rolle da gespielt hat. Wie würdest du das sehen? Ja, genau, das Finale, da war ja immer ein bisschen, was war das? Die haben da 1 gegen 1 immer gespielt, nicht Hm, wahr? ja. Statt direkt zu kämpfen, ja. War halt deren Tod eben. Ja. Aber die haben schon mal ins, oder Weiß-Weiß hat es zumindest schon mal ins Finale geschafft, deshalb, warum nicht nochmal, ne? Deswegen, also man weiß ja immer auch, man kann, es kann alles passieren. Es kann auch sein, dass Stegi jetzt auch mal nicht im Nether verreckt, ne? Was natürlich komisch wäre. Also, ich würde nicht glauben, dass. Wem jetzt Stege denn im Team? Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Team. Tim und Stegi natürlich wieder. Das hätte man sich natürlich auch denken können. Und ich hoffe diesmal, dass Stegi nicht im Nether verreckt. Das ist einfach die größte Hoffnung. An sich ist es natürlich immer witzig, weil er wirklich da immer verreckt. Aber ja, manchmal wünscht man sich auch, dass da mal was anderes passiert. Ja, auf jeden Fall. Also wenn Stege nicht wieder so einen dummen Tod kassiert, dann werden die beiden das, also sind die beiden auf jeden Fall die Favoriten, weil die Ja. einfach beide sehr krass sind im PvP. Das würde ich auch sagen. Ja, wie gesagt, solange Stege aber nicht wieder so einen dummen Tod reingedrückt bekommt. Ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auch zum nächsten Team, was ich eigentlich sozusagen komisch finde. Krancrafter und Concrafter. Also wirklich, Concrafter spielt noch bei Varo mit. Also an
Er lädt überhaupt kein Varo mehr hoch und ist trotzdem bei Varo 4 dabei. Also er lädt überhaupt nichts mehr hoch mit Minecraft-Content und überhaupt nicht. Und jeder war sich unsicher, ob er da mitmacht oder nicht. Aber er macht wirklich mit. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe schon vor einer ganzen Weile ein Video von den beiden gesehen, ein Real-Life-Video. Und da habe ich mir schon gedacht, dass die beiden das zusammen machen werden, weil die jetzt in letzter Zeit ziemlich oft was zusammen gemacht haben. Und joa, auf Concraft, da bin ich gespannt mit seinem PvP-Skills, nämlich. Einfach Wie er gestorben ist in Varo 3, das war zu göttlich. Ich glaube, Benny, du hast es nicht gesehen. Also, Concrafter musste halt ist in Urlaub gefahren und sozusagen konnte halt nichts machen und hat halt mit Tim, glaube ich, war, mit MC Expert, hat er sich zusammengestanden und hat gesagt, komm, wir machen jetzt ein 1 vs 1 gegeneinander. Und er hat da sowas von dermaßen verkackt, das war einfach so witzig. Und ich hoffe einfach, dass es diesmal vielleicht anders läuft für Concrafter, wer weiß. Vielleicht findet er auch wieder sozusagen den Spaß an Minecraft dort wieder. Was ich natürlich hoffe, da ich wirklich früher seine Minecraft-Videos gefeiert habe. Ja, ne? Wie siehst du das? Also ja, wie gesagt, Concraft, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf auf ihn. Ja. Wie der sich verstehen wird. Ja, also ich weiß auch nicht von Crafter, ja hoffentlich. Ob er wirklich gut im PvP ist, also auf jeden Fall Concraft, da ist eine riesen Null da drin. Und Krankraft ist echt gut im PvP, muss ich sagen. Okay. Ja. Ja. Das ist doch auch mal wieder was anderes. Wer weiß, vielleicht reißt doch mal so ein Team was. Es kann ja natürlich alles passieren im Bau. Wenn man einmal stirbt, einmal einen falschen Fehler macht, ist man tot. Was machst du jetzt hier? Ich laufe gerade auch die ganze Zeit hin und her. Brauchst du Essen? Nö. Okay. Hab schon. Okay. Auf jeden Fall, warte, ich könnte ja nebenbei ein bisschen machen. Jetzt kommen wir zum nächsten Team, was ich natürlich auch richtig feier. GLP und Paluten. Das ist einfach sozusagen, keine Ahnung, das ist für mich mein Favorit auf jeden Fall bei Varo 4. Da ist einfach, ich gucke gerne Michael Frieden und ich weiß einfach von Paluten und GLP, dass die wirklich gut zusammen harmonieren können. Da die wirklich auch ein gutes Team sind. Ich hoffe denen so doll, dass sie irgendwas reißen da. Und das ist unglaublich. Ich weiß auch von Paluten zum Beispiel, dass er auch die Erfahrung hat von Varo 1. Er hat ja Varo 1 gewonnen. Und sozusagen könnte es auch wieder passieren. Wer weiß, ein GLP ist wirklich nicht schlecht im PvP und könnte natürlich auch was reißen. Und Paluten dann natürlich auch nicht. Und wie siehst du das? Also ich hoffe auch auf jeden Fall, dass er wieder wie in Varo 1 einfach mal wieder ins Finale kommt. Gönne ich dem auf jeden Fall. Ja. Ja. So. Tür zu machen. So. Jetzt kommen wir. Das waren alle Teams jetzt. Bis jetzt, die man halt noch weiß. Vom Stand von Sonntagabend. Jetzt kommen aber noch so ein paar Vermutungen. Zum Beispiel, meine erste Vermutung ist von Logo. Jeder kennt, glaube ich, Logo. Logo, Benny, kennst du, ja? Ja, so. Na, Logo. Ja, Logo. auf jeden Fall von Logo her ist die Vermutung, dass er mit einem von seinen Who's Your Daddies, Who's Your Daddy, Teampartnern sozusagen, also Kollegen sozusagen aufnimmt. Ich vermute mal, dass es entweder der Pädagoge sein wird oder halt GNSG, was ich natürlich auch mega feiern würde. Ist denn ernst? Ich bin fast tot. Oh, so, auf jeden Fall. Ja, ich feiere das richtig Logo und ich gucke ihn auch richtig gerne. Aber ich weiß, dass halt. Alles klar. Benny ist rausgeflogen. Naja, auf jeden Fall, ich feiere richtig das Logo. Er ist rausgeflogen. Ich hoffe richtig, dass Logo auf Welt kommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr ein Like da lässt und einfach mal eine Bewertung schreibt, wie ihr das Video fandet. Vielleicht mal lade ich noch, nee, glaube ich nicht, aber vielleicht lade ich, mal gucken, wer weiß, vielleicht lade ich noch ein Video hoch in der Woche und sage euch noch ein paar. Vielleicht hat dann Dena auch entschieden, mit welchem Teampartner er macht oder Logo, wer weiß. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, mich würde es total freuen und bis zum nächsten Mal.